Hallo und herzlich willkommen bei Wunderweib Web TV. Wir starten unsere Sendung heute mit einer Nachricht über Pietro Lombardi und Sarah Engels. Die sind ja bekanntlicherweise frisch verlobt und in dem Interview haben sie jetzt verraten, dass sie sich auch Kinder wünschen. Ja, die beiden sind aktuell auf der Suche nach einer gemeinsamen Wohnung in Köln und da soll es ein Extrazimmer geben. Ja, erstmal geplant als Gästezimmer, wird es dann später als Kinderzimmer umgewandelt. Wir finden, auf jeden Fall sind die beiden ganz schön schnell mit ihrer Planung. Was war eigentlich gestern Abend bei der Alm los? Gina-Lisa Lohfink, Rolfe Schneider und der Checker haben sich einfach mal gedacht so, nö, kein Bock mehr auf die Höhenluft und das karge Essen und sind einfach mal abgehauen. Ja, angeblich in ein Hotel, warme Dusche, leckeres Essen, kuscheliges Bett und haben dann noch ein bisschen diskutiert und sich dann letztendlich entschieden, ach, eigentlich war es gar nicht so schlecht auf der Alm, wir wollen zurück. Ja, gesagt, getan. Die restlichen Kandidaten, die fanden das Ganze irgendwie gar nicht so witzig. Vor allem gab es mega Zoff zwischen Gina-Lisa und der Tessa. Ja, wir sind sehr gespannt, wie der Zickenkrieg dort weitergeht. Wir hoffen auf jeden Fall auf eine richtig ordentliche Kuhfladenschlacht. Die Red Hot Chili Peppers, von den Jungs, von denen hat man ja eine ganze Weile nichts mehr gehört, aber jetzt sind sie wieder da mit ihrem neuen Album I'm With You. Ja, und es gibt auch eine aktuelle Single-Auskopplung, die da heißt The Adventures of Rain Dance Maggie. Und wir haben aus dem brandneuen Video einen Ausschnitt für euch. Ja, das klingt ja mal wieder nach einem richtig typischen Song aus der Feder von Anthony Kiedis und seiner Band. Aber kommen wir mal von den Chili Peppers zu einem Feuerschopf, der Barbara Mayer. Die ist ja eine der Gewinnerinnen von Germany's Next Topmodel und hat sich überlegt, sie möchte ganz gerne Schauspielerin werden. Ja, und in einem Interview hat sie jetzt verraten, dass sie Tom Cruise hat mal abblitzen lassen. Das Ganze ist so gekommen, die beiden waren zusammen in einem Club. Er hat sie gesehen, er hat sie angesprochen und sie hat ihn bedauerlicherweise nicht erkannt. Ja, hat wahrscheinlich einmal nur so runtergeguckt und gedacht, was will der Kleine denn von mir, hat sich umgedreht und ist einfach mal gegangen. Hätte sie das mal lieber nicht gemacht, dann wäre wahrscheinlich ihre Schauspielkarriere um einiges weiter heute und sie wäre vielleicht sogar eine der Hollywood-Größen aktuell. Kommen wir mal zu einer Größe bei den Royals. Ja, Prinz Frederik von Anhalt, der ist ja bekannt dafür, dass er ganz gerne mal fremder Leute Söhne adoptiert. Ja, und er hat wieder zugeschlagen. Ja, 5 Adoptivsöhne hat er bereits und jetzt ist Nummer 6 dazugekommen. Der gute Mann ist 27 Jahre alt, hat auch schon seinen bürgerlichen Namen abgelegt und ja, nennt sich heute Maximilian Ferdinand Leopold von Anhalt. Die restlichen Adoptivsöhne, die finden das Ganze wohl nicht so richtig toll. Das hat zumindest Prinz Frederik von Anhalt behauptet. Aber dem ist das ziemlich schnurz. Der hat nämlich gesagt, ja, die interessieren mich nämlich überhaupt nicht mehr, die anderen. Die haben sich nämlich nie gemeldet, als es anfing, meiner Frau Zsa-Zsa Gabor so schlecht zu gehen. Das macht man natürlich auch wirklich nicht. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.